全世界远古的骄傲的历史的挑战，破了金字塔，经过了枷锁的桥段，求证可上帝的家庭的羁绊，共建他生活大宇宙，不是no fair，做战功豪华带领穿行云和月，智能互联大心脏，注意力创造全世界，理智追求享乐，因创造而荣耀，因传承而经典，不信安全完美护航，Let's go，感谢感动的银河行动派全部起立，欢迎外表的背后还蕴藏无限潜力，So please do me a favor，请在最远的风里等我，注意力集中在种族做休息和拼搏，用眼不见无畏的气魄，深呼在一瞬间定夺，这是何以上下求索满南极一根一根的击破，绿色的出行，几个人高下我，一输出中国特色奥妙，就是瞩目，值得你一前行动，放出你全心真照 ，Look at me dragon face，watch my dragon eye，the way is destiny，中国造中国爱 ，Easy come and easy。 Go， 一时代的对改变，从现在到新鲜，一次新唱片。 Hallo liebe Tesla-Freunde und Freunde der E-Mobilität, da sind wir wieder, Gabor Reiter, Tesla und Markus, Markus Weinschein. Genau. Willkommen auf der Autoshow, Messeshow, oh, das heißt Automesse, eine Autoshow. Autoshow, Autoshow Shanghai. Shanghai. Genau. Und das erste, was wir uns gekrallt haben, ist jetzt hier der Stand von BYD. Wir haben erstmal geguckt, wir schwenken mal ein bisschen drüber. Wir haben hier 8 Hallen praktisch. Es sind immer, das sind vier, ist so wie so ein Kleeblatt, ne? So ja, genau. 4 Hallen. So, und immer so, so sternförmig ein bisschen, ja? Ich habe keine Angst, ich habe übrigens hier nur so eine Sehenscheidensache. Ich darf weiterleben noch eine Weile. Ja, wir sind am BYD-Stand. Ich habe vorhin mal ein bisschen rübergeschwenkt von dem Tesla Roadster-Kopie. Ja. Aber es sieht ein bisschen größer aus. Also, er hat auch Flügeltüren, gell? So, hast du gesehen Wahnsinn, schon? Ja, ja. Da hinten auf dem Bild sieht man es. Aber was interessant ist und was eigentlich für jeden vielleicht kaufbar wäre, wäre ein Auto von BYD, was jetzt in diesem Sommer auf den Markt kommt. Diesen, ne? Sommer? In China. In China. In China, genau. Wie heißt denn der genau? Das ist der Pro EV. Pro BYD. EV. Es gibt wahrscheinlich noch eine andere Bezeichnung dafür, müssen wir mal gucken. Also das Auto ist eigentlich 64 Stunden, Kilowattstunden Akku. Ja, genauso praktisch wie der Hyundai Kona. Wie der Hyundai Kona. Genau. Und, scheint irgendwie so ein Standard zu werden, 64. Gell? 64 ist, also 64 glaub, das Ruhe ja. Und 40 das Kleine. Ich glaube, das werden das die. Das so die beiden. Was genau. Interessant ist, der Preis. Und zwar soll für $30.000 auf den Markt kommen. $30.000, ja gut. Ja. Müssen wir mal gucken nach Europa. Ja, mit Zollgebühren und so weiter und je nachdem, aber interessanter Preis auf jeden Fall, finde ich. Hast du drin gesessen, gell? Ja, wie ist so? Sehr futuristisch, also wir können es gleich mal zeigen, also werden wir reden. Also so iPad-Display, also man kann ja quasi so, ist ähnlich wie jetzt wie beim Model S, ja, so bis, oder beim Model 3 auch letzten Endes, aber nur hochkant oder quer, ja. Also das ist toll gemacht, mehrere Displays, also vor dem Lenkrad auch nochmal eins, sehr geräumig innen drin, auch hinten locker 3 Personen. Und ich denke, es ist auf jeden Fall ein Familienauto und da passen schon genug Leute rein und Gepäck. Also wenn ich mir so anschaue, es ist so ein Stückchen größer als der Kona. Ja, kann man von außen. Nee, ist ein tolles Auto. Also wirklich, wir brauchen solche Autos auch in Deutschland auf dem Markt. Ja, einfach größere, familientaugliche Autos für den Preis. Cool. So, jetzt gehen wir nochmal rein. Ja, Gabo, machen wir mal zu. Komm, das sind wir ganz unter uns. Ja. Erstmal hier. Es redet Chinesisch mit uns, das Auto. Ni hao. Achtung, das ist ein bisschen schwierig mit euch hier. Ihr seid mir irgendwie so schwer geworden, also meine Kamera. Gut, da sind wir drin. Raumgefühl. Raumgefühl, ja, so ein bisschen Kona, oder? Ein bisschen mehr als Kona. Bisschen mehr als bisschen Kona. Ich würde auch sagen, ein bisschen mehr luxuriös als Kona. Ja, hätte ich auch gesagt. Auf jeden Fall luxuriöser. Und futuristisch. Also du hast eben das Display angesprochen. Ne? Display ist ja quer, jetzt habe ich hier hochkant gesagt, ist ja quer wie beim Model 3. Ist ein bisschen kleiner als der Model 3. Also ich denke mal so, ja, so 13 Zoll. Ja, aber ziemlich ordentlich. Das, ne? Ziemlich ordentlich. Und dann nochmal Display hier. Ne? Display in der Mitte. Das fehlt ja natürlich beim Model 3. Das ist natürlich da. Genau, Display etwas, noch vor etwas dem mehr Fahrer. Dass man, das Automotiv kann man, hier. Das habe ich auch noch gefilmt, kann man mal zeigen, genau. Also im Prinzip das gewohnte Bild, ja, was wir noch. Gerne lieben. Auch noch einige Knöpfe, es wundert mich auch, also viele Knöpfe, ja, was man dann bei uns kennt. Ja. Und eigentlich schickes Auto. Ganz gut, der verarbeitet. Ja.
schickes Auto auf jeden Fall. Die auch nochmal so ein schöner Haltegriff. Das habe ich früher mal irgendwo gesehen in einem Audi, ne? Haben wir das auch gehabt. Also eine Kurve mal. Zum Festhalten. Wir schauen mal kurz, was hier gibt. Ablagefächer. Ja, hier auf jeden Fall sehr tief auch. Also man kann gut reingehen. Also das Alcantara, das wirkt schon ganz wertig hier mit der Naht auch. Ja. Für die Nahtfetischisten, Leute. Gut, jetzt geht die Naht natürlich hier nicht über in die andere Naht in der Tür. Das würden die Deutschen besser machen. Ja, auf jeden Fall. Also auf einer Ebene. Ja, auf einer Ebene. Ja, so würde das in Deutschland nicht durchgehen. Aber das sind Kleinigkeiten, genau. Aber es ist recht ordentlich. Sehr wertig, das ist sehr wertig, das Auto. Der Fußraum ist auf jeden Fall noch einiges. Ja. Setzen wir uns mal Fußraum hinten rein. Angucken. Also, machen wir mal so einen guten Test hier, ja? Gut. Gabor sitzt im Auto, 1,86 groß. Hm. Viel Platz. Hier oben, vorne viel Platz. Ich sitze auch relativ gut, also das ist... Das ist besser. Besser als im Model 3, würde ich sagen. Ja, und viel besser als im Kona natürlich. Viel besser als im Kona. Ich würde auch sogar sagen, nochmal besser als im Niro. Ja, also ich saß vorne gerade, da saß ich auch einigermaßen gut drin. Also genug, also das ist, Auto ist groß. Das ist sehr groß. Und 5 Personen reichen auch. Kann man sitzen. Es gibt ja hier was zum. Gibt ja hier was zum Runterklappen. Ja. Also hier kannst du halt auch noch was. Also ich glaube, so durchreichen wie bei uns mit Skien geht nicht, aber hier ist so eine Armablage. Also ich glaube, das ist genau das Auto, was eigentlich in Deutschland gut käme. Ja, das käme sehr gut, genau. Hey, top. USB-Anschlüsse, hat alles mögliche, das Auto, ja. Hey, ist top. So, wir sind jetzt hier im Kofferraum quasi, das Po EV. Man sieht, es ist zweigeteilt, 60-40er Aufteilung, also man kann auch richtig gut durchladen. Ich habe jetzt keinen Maßstab dabei, aber ich denke mal, das müsste 1 Meter breit sein ungefähr in der Tiefe. Und mit der Lader nochmal ungefähr 1,60 Meter, 1,80 Meter. Also es ist auf jeden Fall ein großer Kofferraum. So Leute. Jetzt sind wir vor dem etwas kleineren Modell, da stehen wir direkt neben dem Pro EV, heißt der. Da ist Pro EV, wo wir eben drin waren, wo der ein bisschen so größer war. Bisschen größer, als der Familienauto war. Genau. Ja. Und jetzt sehen wir hier neben dem EV 535, heißt das Modell hier. Und das ist irgendwie ein bisschen kleiner, gell? Das ist ein bisschen kleiner. Interessant ist, das Auto hat jetzt 50 Kilowattstunden Akku und soll 17.000 Euro kosten, ohne Subventionen. Also ja, man muss immer diese chinesischen Preise immer ein bisschen in Relation setzen, weil dann muss man so ein paar Sicherheitsfeatures dazu machen in Europa, die auch noch Geld kosten. Ja. Ja. Und da muss man so, oder? Aber, ja, muss man immer ein bisschen gucken. Ja. Thomas, komm mal her, Thomas. Thomas hier ist unser China-Experte. Findest du nicht, dass man so ein bisschen was dazu rechnen muss, wenn man so einen Preis nennt? Nein, die sind ja modern, das sind ja moderne Autos, auch modernen Produktionsanlagen, von Designern auch sicherheitstechnisch perfekt gemacht. Und der hat ja auch alles. Der hat Airbags und die Sicherheitschassis ist ja auch okay, ist alles drin. Okay, dann und der ist jetzt schon auf dem Markt? Nein, der kommt im Sommer. Im Sommer. Also im Sommer kommen viele, viele neue Autos von BYD. BYD hat ja den großen Vorteil, dass sie ihre Batterien selbst bauen. Ja, ist eigentlich der einzige Hersteller, der das so macht. Tesla macht das zwar auch, aber in Kooperation mit Panasonic. Genau. Aber ja, ich meine, wenn die sagen, sie bringen es im Sommer, dann werden sie ihn wahrscheinlich auch bringen, weil sie wissen doch, dass sie die Batterien bauen wollen. Ja, und vor allem, was in China zukommt, ab 2020 gibt es keine Subventionen mehr für Elektrofahrzeuge. Das heißt, sie müssen unbedingt den Preis drücken und jetzt viele Autos rausbringen, dass die Leute immer noch Elektroautos kaufen. Weil momentan kaufen sie wie geschnitten Brot, weil sie so günstig sind oder genauso teuer sind wie jetzt Verbrenner. Und wenn die Subvention wegfällt, müssen sie bei Laune gehalten werden. Das heißt, da macht BYD auf jeden Fall seine Hausaufgaben. Gut, da bin ich mal gespannt, was dann so noch auf uns zukommt. Ne? Und jetzt gucken wir das Auto mal von innen an. Machen wir. Der Ton ist auch satt. Ja. Aber ein satter Ton. Er hat Seitenairbags und Frontairbags, der auch. Also kommt darauf an, wie sicher die. Also Thomas verteidigt jetzt hier sehr erfolgreich die Sicherheitsfeatures. Ja, ihr seid ja immer. Ja, was wird der Weimar? Alles gut. NCAP 5. Also diese, das ist ja nicht auf alten. Ich filme mal innen drin, oder? Ja, mit dem kann ich ganz gut. So, wir gehen jetzt mal rein und wir reden einfach weiter. Ihr hört einfach weiter zu. Ah, wir haben chinesische Musik hier drin. Machen wir mal schon gleich mal ein bisschen leiser. Prompt auch das Ding gefunden. Ich filme mal das Interieur. Gucken wir mal, da haben wir das schon. Hier haben wir schon ein bisschen Luft von oben. Das ist also ein richtig schönes, großes Schiebedach. Ja, nur mit
dass das Ersatzrad hinten dran hängt. Ich glaube, das ist vielleicht sogar in China nötig, ne? Bei diesen schlechten Straßen teilweise. Ja, das ist so, ja, gut, das war so ein Offroad-Charakter herausbringen. Also es ist kleiner als der Kona Electric. Durch die Größe natürlich auch und die Batteriegröße Schwierigkeiten zu haben, in der Länge des Autos unten runter zu packen. Sonst wäre der Kofferraum groß. Also wir haben hier ein Hochkant-Display und nochmal ein Front-Display vor dem Fahrer. Auch, ich glaube, also das ist vielleicht dann auch wirklich das Unterscheidungsmerkmal zu Tesla, dass sie noch das zweite Display haben hier. Und viele Leute wollen das ja auch, gell? Auf jeden Fall. Also gerade die Deutschen wollen ja noch gerne was vorne, praktisch vor der Nase haben, ja, so gewohnt. Entweder ein Head-Up-Display oder halt das klassische Display, ja. Aber was wir sehen, ist es ja eigentlich, diese Tacho-Darstellung ist eigentlich gestorben. Ja. Es wird mittlerweile alles nur noch digital dargestellt mit seiner straßenähnlichen Darstellung. Ja. Ja, und das hier ist so ein kleines senkrechtes iPad. Ja. Ja, ich würde sagen iPad Mini ungefähr. Ja. Na gut. Ni hao. Zwei USB, Ladeposition. Also es ist alles drin in dem Auto, klein, fein. Und 20.000 Euro, sagen wir jetzt mal ganz grob, ja, kann durchaus ein bisschen mehr werden. Und ein ideales Stadtauto, würde ich jetzt mal sagen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So. Mal hinten mal. Hinten, oder? Ein paar Sequenzen. Die chinesischen Autos nicht so schlecht. Die sind jetzt in der Generation alle auf modernen Standard, modernen Straßen produziert. Und da gibt es kaum was auszusetzen. Es ist nicht mehr so wie früher der Landwind, der gegen die Mauer fährt und aussieht wie eine Ziehharmonika. Die Zeiten sind vorbei. Also Thomas, gerade mal die Gelegenheit nochmal nutzen. Du lebst ja hier in China schon sehr, sehr lange. Ja. Wie lange ungefähr? Ja, 12 Jahre. 12 Jahre. Ja. 12 Jahre. Und was ist so passiert in der letzten Zeit hier mit den Autos? Hast du da so... Ja, man kann ja die Dynamik auf den Straßen täglich sehen, dass halt vor 10 Jahren mit dem wirtschaftlichen Aufstieg von China das Geld vorhanden war, um halt Audi und BMW und Mercedes, die einen hohen Standard hier in Ansehen in China genießen. Und die wurden ja nun extrem gekauft. Also so viel Porsche und Bentleys und die High-Class-Autos, die habe ich in Europa nicht gesehen, aber hier in China. Und jetzt fängt so langsam mit dem Anschub der Regierung der Wandel statt zur E-Mobilität, dass halt China das stark forciert und in den großen Ballungsräumen das auch angenommen wird, dass man halt mehr auf die E-Mobilität geht. Das hat ja mit den Zweirädern angefangen, die ja komplett auf E-Mobilität setzen. Und das zieht sich jetzt bei dem Auto auch voran. Und man sieht jetzt in 2019, 2020, habe ich das Gefühl, ist jetzt der Schritt, auch mit den Start-ups und auch mit den alten, altgedienten Herstellern, fängt jetzt die E-Mobilität hier wirklich in China an, mit vernünftigen Autos. Das hat sich also komplett emanzipiert von den früheren einfachen E-Autos, die auch keinen wirklich hohen Sicherheitsstandard hatten. Ja. Weder in Batterie noch in dem Chassis und Fahrwerk. Das war halt auf chinesischen Markt halt... abgestimmt, wie halt früher war. Aber jetzt sind die Ansprüche auch der Chinesen gestiegen. Mit dem Einkommen, Wohlstand. Also auch die Sicherheitsfeatures, anders als wir jetzt vermuten würden, dass das da ein bisschen Abstriche gemacht werden. Nein, die haben also generell alle Airbags, Seitenairbags. Viele weiten das aus mit Knie-Airbags und natürlich die Karosserie, die entsprechend designt ist, um halt Crash besser abzufedern. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, dass eine Batterie im Unterboden da natürlich schon 50% der Miete ist, der Sicherheitsmiete. Ja. Ja, also das ist verständlich, okay, cool. Kann man mit alten Verbrennern nicht vergleichen. Wir haben heute angefangen bei BYD, weil es der erste Messestand, den wir erwischt haben und gleichzeitig auch den Marktführer hier erwischt, der im Bereich Elektromobilität ganz weit vorne ist. Aber BYD ist nicht der größte Hersteller in China von Autos. Der größte Hersteller ist ja BAIC, ne, Bike. Ja, und die haben aber 100% Verbrenner. Ne? Ja, richtig. Ja, und es gibt ja noch weitere Groups, SAIC, und dann haben wir Geely, GAC. Und also gibt es einige, aber das sind die klassischen, die jetzt gründen New Energy Companies und bauen da ihre Elektromobilität drauf auf. Und dann gibt es die Start-ups, die ja schon jetzt so 10, 15 Start-ups in China sind, die sich alle mit den großen IT-Firmen verbinden. Okay. Start-ups werden wir uns auch noch anschauen, aber jetzt erstmal nochmal zu denen, du sagst, die Spalten, also diese Standardhersteller, die Verbrennerhersteller,
wie BAIC, SAI und so, die haben ja alle so komische Namen, kann man alle gar nicht merken als Europäer. Aber die machen jetzt, eigene Startups oder eigene Abspaltungen für eigene Companies. Geely zum Beispiel. Die haben jetzt gegründet Geely Geometry als New Energy. Auch GAC macht das, hat das auch jetzt angefangen. Und ja, in diesem neuen Bereich entwickeln die ihre E-Mobilität, wo sie jedes Jahr 5 bis 10 neue Modelle rausbringen. Okay, klingt auch interessant, weil die Deutschen sind ja immer noch dabei, dass sie das unter ihrem eigenen Dach machen. Ja, es gibt ja keine Abspaltung oder sowas. Was ja Sinn machen würde, weil ich würde die Kosten und so komplett rausnehmen aus dem Standardkonzern, sondern das behindert ja die Entwicklung, eine neue Firma aufbauen, die Verluste macht vom Anfang an natürlich. Da muss man erstmal investieren, wie Tesla. Genau. Es geht ja auch um die Finanzierung. Ich muss Geldgeber finden und das muss halt sich in der neuen Firma, kann sich das besser wiederfinden als in den alten Strukturen. Und deswegen werden die alle ausgegliedert aus den alten Companies. Interessant. Wir schauen mal ein bisschen weiter rum auf der Messe. Wir nehmen euch natürlich mit. Ne? So, jetzt stehen wir vor dem richtigen E-Auto. Ja. Eben waren wir noch beim Verbrenner und haben das gar nicht geschnallt. BYD hat so eine Palette hier. Also die Limousine haben wir jetzt hier noch von BYD. Und wir haben es gerade gelernt, es gibt den auch als Verbrenner. Also das heißt, die Karosserie ist eigentlich eine, so wie es auch die Deutschen machen, Also die bauen also parallel die Verbrenner-Hybrid, wahrscheinlich auch ein Hybrid. Nee, es gibt auch Hybrid, die Po-DM-Serie, dann gibt es Po-EV, das ist das reine Elektro-Serie. Auch in der Limousine auch, ja? Auch in der Limousine auch, und also in allen Kategorien, alle Karosserie-Kategorien. Und wie Markus schon sagt, also das kompliziert, sage ich mal, letzten Endes diese Serie, die wir haben. Wir hatten vorhin ein SUV gehabt, wir hatten ja einen großen SUV, einen kleinen SUV. Also größer als Kona, kleiner als Kona, ist immer meine Referenz, weil ich das Ding halt fahre. Ne? Ja, und jetzt eine Limousine. Eine Limousine. Ja. Und ich würde schätzen, mit Model 3. Ungefähr Model 3. Das Auto hat übrigens auch einen 60 Kilowattstunden Akku oder 64er. Das scheint so wirklich der Standard, Industriestandard zu werden. Ja. Ne? Ich denke auch, dass der VW Neo auch eine 64er haben wird. Und der Preis liegt ja, glaube ich, auch so bei 25.000, was ich jetzt gehört habe, Euro. Ja. Ja, cool. Und man kann hier in diesem auch Karaoke singen. Da sind vorhin ein paar Chinesen drin gehockt. Hier ist auch so ein Mikrofon aufgebaut. Wir zeigen euch das gleich mal. Da kann man Karaoke singen und so. Ja, vielleicht auch eine Idee für Tesla, wenn die in China was machen wollen. Man muss so ein bisschen auf die Chinesen gucken, ne? auf den Konsumenten vor Ort. Natürlich. Wäre wichtig und wäre auch wichtig für Tesla, chinesische Apps drin zu haben. Das WeChat und so weiter, alles, was die Chinesen so lieben, das wäre cool. Ich denke, das machen wir. You're on the video now. It's a live video in Germany. No problem. Ich habe ihn nur verarscht. Aber jetzt haben wir wenigstens aus dem Video draußen. Genau. Gut. Ja, wir haben eigentlich alles schon gesagt. Wir gehen mal kurz rein, oder? Ja, wir gehen jetzt mal rein. Hören den Markus dann singen. Wir lassen mal die Kamera weiterlaufen. Du hast deine kleine. Ja. Wir gehen einfach mal rein. Oh yeah. Wuffig, ja. Die Chinesen schwitzen das Ding hier durch. Und man kann hier Karaoke singen. Ja. Yes, I want to sing a song. Oh, warte mal. You have some American songs? Yes. You can have a... But not that I have... Oh, yeah. I can hear me. Echo. Hallo, Echo. Hallo, Echo. Hallo, Echo. Ja, perfekt. Hallo, Echo. Wir brauchen einen Song, der frei ist von Werberechten. GEMA-Rechten. GEMA-Recht, GEMA-frei. Wir brauchen einen GEMA-freien Song. Sing einfach mal so. Ja. La, 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 la. Das ist halt wieder ein Konzertsong. Hier, Qinghaide, mi mama fei, la 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 la. Qinghaide, mi mama fei. Warte, ich mach mal hier. Ja, was machen wir einen chinesischen Song? Oh, komm, wir machen deswegen was. So. Super, from the outside is very good sound. Das ist geil. So, während Gabo noch schön den Kofferraum filmt, machen wir nochmal den Abschluss. Also es war jetzt richtig eine tolle Session, mit dem Standpersonal Karaoke zu singen. Unglaublich. Ich glaube, das ist so diese Sachen, die lokalen Märkte
das zu geben, was die gerne wollen. Das ist ja, Karaoke ist ja ein Riesending in China, auch in Japan, ganz Asien. Ganz ist das Asien so, ja. Ist Wahnsinn. Und so eine Feature einzubauen, ist natürlich genial. Und die haben das in jedem Auto, ja. Also wir haben jetzt gedacht, das wäre jetzt nur in diesem, aber die haben es tatsächlich in jedem Auto. Und die sagen jetzt gerade erzählt, im Stau ist es natürlich eine super Funktion. Ja. Wenn man jetzt irgendwie, und das ist auch lustig, weil wir gerade gesehen haben, wir uns kaputt gelacht. Ja. Ja, das ist echt interessant. Da geht ruckzuck die Zeit rum. Ja, das ist Wahnsinn. Also ich finde das einfach super. Ja. Dass man sieht man einfach durch IT, durch Hightech, was man alles auch erreichen kann. Also unnütze Sachen, aber irgendwie lustig. Ja. Geil. Ah, habe ich geil gesagt? Ja, genau.